Mein Zwilling ist nicht kooperativ. Der Zwilling macht, was er will. Genau. Okay, ihr Herzies, dann schön, dass wir den Karfreitag hier so sportlich starten. Was haben wir heute auf dem Programm? Unser Workout of the Day nennt sich Build Different. Das ist quasi eine DT-Variante. DT ist 12-9-6, Barbell Cycling eigentlich. Also eigentlich funktioniert das mit der Langhantel, Deadlifts, Hangpower Clean und Push Jerks. Und wir haben heute ganz bewusst Dumbbell DT drin. Das heißt, jeder von uns benutzt heute die Kurzhanteln und haben dann hier quasi 3 Runden, 2 Runden, 1 Runde. 30 Chest-to-Bar, 20, 10. Also eigentlich muss man sich 3, 2, 1 nur merken. Hab 30 Chest-to-Bar, 3 Runden DT, 20 Chest-to-Bar, 2, 10 und 1. Das gehen wir dann nachher in Ruhe einmal durch. Timecaps sind 15 Minuten. Und dann haben wir einen Kraftteil, wo wir uns auf den Power Clean dann einmal konzentrieren können. Da haben wir eigentlich einen Touch-and-Go Power Clean mit Gewicht vorgegeben. Also bei mir wären es nachher 60 Kilo, die ich Touch-and-Go bewegen müsste. 70% eures 1AM. In der Theorie sollte halt etwas sein, was euch auch schon ein bisschen fordert. 5 Sätze haben wir hiervon. Eigentlich ist es so, dass wir den letzten Satz dann nochmal max out machen. Also so viele wie gehen. Ich hatte am Montag schon mal sowas Ähnliches drin mit Power Snatches. Da ging bei mir aber auch nicht mehr. Also das waren dann bei mir trotzdem 10 Wiederholungen waren das da, glaube ich. Schauen wir gleich mal individuell rum. Und dann haben wir noch einmal ein E-Mom mit Push Presses und dann noch einen netten Finisher, wo wir ein bisschen Double anders üben können. Also wo ihr ein bisschen Skillarbeit habt und ein bisschen Griffkraft. Go on, wir brauchen ein Springseil, wenn ihr habt. Sonst alternativ gerne Jumping Jacks gleich dafür verwenden. Und dann brauchen wir noch ein Gewicht, beziehungsweise erstmal ein leichteres Set von Kurzhanteln. Und dann gehen wir mal ins Warm-up, ihr Herzies. So, packabum. Dann, sobald es piepst, 30 Mal entspannt springen. Let's go. Alle mit Seil. Großartig. Wenn ihr das dann habt, ihr Lieben, kommen wir einmal in die Plank-Position, in die Push-Up-Position und kommen in 10 Scapular-Push-Ups, also nur die Schulterblätter zusammenziehen und wieder nach oben rausdrücken. Arme schön gestreckt lassen, schön die Brustwirbelsäule einmal durchmobilisieren. Sehr gut. Und danach kommen wir in 6 Cossack to Spider-Man. Knack, knack, knack. Hüfte, Wirbelsäule. Jawohl. Und wenn ihr das dann habt, ihr Liebe, nehmt ihr euch erstmal eine Kurzhantel. Greifen die quasi dann an den Köpfen rechts und links. Die kommen erstmal in 9 Deadlifts. Dann in 6 Cleans aus dem Hang. Und dann erstmal 3 Strict Presses, kontrollierte Bewegung. Und danach geht's in Runde 2. Wieder zurück ans Seil. Gerne dann auch ein paar Double Under einbauen. Jawohl. Wenn ihr dann die Möglichkeit habt, euch irgendwo dran zu hängen, also Sam auch gerne unter den Tisch. Ich habe jetzt Tisch Sam direkt darüber raus. Dann da einmal 10-mal die Schulterblätter zusammenziehen. Ja.
Jawohl, großartig, schön, Cecilia. So, danach kommen wir in unsere Hindu Push-Up Mobility Squat Variante. Also einen Hindu Push-Up. Springen nach vorne in den Squat. Rechts und links nach oben aufdrehen. Fünfmal. Seid so ruhig am Morgen, Leute. Also das ist ja ein stiller Freitag. Feiertag, wir müssen noch ruhig sein, sonst kommen die Nachbarn. Aber es ist doch tough, weil wir müssen noch in Gedanken. Ich verbinde jetzt, seitdem mein Mann mir gesagt hat, dass Karfreitag auch mit C geschrieben Karfreitag ist. Vater Auto. Das war Autobahn. Das war auf dem Nürburgring. Nee, der ist jetzt gerade auf dem Nürburgring unterwegs. Das ist hier abgefahren. Ne? So, danach nehmen wir uns zwei Kurzhanteln, ihr Lieben. Auch gerne erstmal eine leichtere Nummer. 9 Deadlifts. Neulich hieß es, ich sabbel so viel. Jetzt sabbel ich zu wenig. Wie man's macht. Mir immer zu wenig. Nein, Spaß. So wie du möchtest. Danach 6 Hangpower Cleans. Versuche ich mich schon immer zurückzuhalten. Bei mir musst du dich nicht zurückhalten. Und dann gerne, wenn das mit dem Gewicht geht, nochmal Strict Presses, sonst Push Press. Und dann gehen wir in die letzte Runde. Ich bin schon fertig. Ja. Gut. Aber. So, also 30 Mal Springseil. Danach entweder wieder die Scapular Pull-Ups oder gerne schon mal ein paar Kippings. Also vor zurück schwingen. Was? 10 Kip-Swings. Jawohl. Sehr gut. Genau. Und danach nehmen wir wieder unsere Rotationskombination. Hände nach vorne, drehen rechts nach hinten, links nach hinten. Rechts Death March, links Death March. 5 Mal. Oben die Arme drehen und dann Schritt und Schritt. So, dann wieder Dumbbell DT, jetzt gerne auch mit Push Press. Oh weia.
Oh Gott. Oh Gott. Das wird schön. Oh. Ja. Alle sind am Schnaufen. Gut. So, dann Workout-Gewicht. 15 für uns. Männer haben wir ja keine dabei, in der Theorie. Ich nehme die 17,5. Das heißt, ihr dürft euch ruhig auch versuchen, schwerer zu benutzen. Ich werde von der Taktik das so machen, wie ich das bei DT immer mache. 11 Deadlifts, kurze Pause. Dann nutze ich den 12. Deadlift, um aufzuheben für die Hang Power Cleans. Mach dann 8 Hang Power Cleans, wieder kurze Pause. Nutze den 9., um das in die Front Rack Position zu bringen. Und mach dann die 6 Push Jerks. Das ist meine Taktik bei DT. Okay. So. Klingt logisch. Wenn ihr euer Workout-Gewicht habt, das ist schon mal gut. Wenn ihr euer Workout-Gewicht habt, dann try it. Try gerne mal eine Runde. Jetzt halt schon eine andere Nummer. Und warm-up packen wir halt weniger Wiederholungen. Ne? Also ihr merkt, ich zumindest, es geht, die Elite-Athleten machen das ja unbroken durch. Aber ich brauche die Pause. Ich muss mal meinen Handschuh anziehen für meine Zahnhähnchen. Das sind aber Push-Jerks jetzt, ne? Ja, genau, jetzt Push-Jerks, ja. Gut, dass du sagst, Susi. Oh Mann. Schön. Ich das nochmal. Ich bin mal kurz, bin gleich wieder da. Ja. Oh, viel Erfolg. Ja, ich bin noch nicht bei den Push-Jerks angekommen. Ich habe jetzt auch nicht den vollen Satz. Bin ehrlich. Boah, das reicht. Oh Gott. Okay. 12, 9, 6. Ja. Also die Deadlifts sind eure Pause quasi, Leute, ne? Die gehen irgendwie immer. So. Chest to bar, beziehungsweise. Also. Pull-up oder Chest to Bar? Susi, bei dir würde ich einen Mix vorschlagen. Darf ich widersprechen? Ich würde gern Pull-ups machen. Du darfst deinen Satz. Ja, sonst. Willst du nicht versuchen, am Anfang wenigstens irgendwie 3 bis 5 Chest to Bar zu versuchen, Susi? Okay. Am Anfang, ganz am Anfang, den ersten Satz zumindest mal versuchen, okay, welche zu machen. Okay. Und dann Pull-ups weitermachen. Ja? Jo, alles klar. Okay. So, dann haben wir Cecilia, du machst an den Ringen Pull-Ups? Nee, schaffe ich nicht. Kann keine Pull-Ups. Ich kann springen. Jumping Pull-Ups? Ja. Ja, Jumping Pull-Ups. Wie viele kannst du am Stück? 8 bis 10. Am Anfang. Ja, schon eine große Nummer. Ja, okay, dann machen wir Jumping Pull-Ups. Dafür nimmst du aber auch die 15 Kilo, ne? Oh Gott. Ja. Deal, Cecilia, eine Seite 12,5, andere 15 und dann wechselst du. Okay. Das okay, und Jumping Ringe Pull-Ups. Okay. Gut. So, Sam. Bei dir haben wir Dumbbell DT. Ich würde genau sagen, wir gehen bei dir auf schwer mit den Chest to Bar beziehungsweise Table Rows und dafür nimmst du die 10 Kilo, beziehungsweise du kannst auch gerne eine 10, eine 15er nehmen und dann switchen. Für was jetzt? Für die DT.
eine Seite 10 Kilo, eine 15. Dann machst du quasi eine Runde DT so und dann wechselst du, machst eine Runde so. Versuchen. Bei den Push-Press, Push-Jerks kannst du sonst beide Zehner nehmen, aber ich glaube, so Clean und Deadlift, das sieht geil aus jetzt, so eine richtig große. Und eine ja, das fühlt sich total behindert an. Ja, das ist Defizittraining. Aber versuch mal gerne. Zumindest die Deadlifts kannst du immer so machen. Sonst bei den Cleans und bei den Jerks, wenn du merkst, gar nichts geht, dann nimm beide Zehner. Deadlifts sind die 15er auch kein Problem, aber die anderen beiden Sachen. Ja, deswegen sage ich jetzt, challenge dich, indem du quasi nur eine 15er nimmst, in Anführungszeichen. Und dann schau mal. So, und Svenja. Yes. Bist du da? Ich bin da. Okay. Bei dir haben wir 15 Kilo auf jeden Fall für DT. Ja. Ja, okay, gut. Was nehmen wir quasi bei dir für die Chest-to-Bar? Was hast du bis jetzt immer gemacht, wenn du im Studio warst? Banded Pull-Ups oder? Ja. Ja, ich sehe es. Okay, super. Bereit. Okay, super. Dann lasst uns mal ganz kurz noch in den Gymnastik-Teil gehen, weil ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Pull-Up oder sowas gemacht. Also geht da auch noch mal bitte in die Übung rein. Und mal 2, 3 Stück machen. Ich werde erstmal 2, 3 Pull-Ups machen und dann gehe ich in die Chest-to-Bar. Oh, ey, die Push-Jerks, das werden aber Singles. Also die kann ich nicht wegballern. Ja, das ist halt dann die Übung, die dich herausfordert. Aber das ist okay. Ich bin auch eher dazu gewillt, am Ende nochmal 2 Minuten draufzuschlagen, Leute. Okay? Also, challenged euch. Nutzen wir das wirklich als Training. Als was denn sonst? Also, was? Freizeit. Ach, keiner traut sich, was zu sagen. Nee. Außer Svenja. Ich hau's wieder raus. Nutze es wirklich als Training. Was ist es sonst? Also, die Team mit Dumbbells ist viel schwerer. Das wird langhandel. Wurde neulich schon gefragt, warum ich immer so krass Sport mache, ob ich das für meinen Beruf brauche. Ja, du bist Soldatin. Feuerwehrfrau. Soldatin. Aber es ist ja wirklich so, dass in jeder CrossFit-Box, in der ich bin, immer Feuerwehrmänner und Polizisten sind. Immer. Die da trainieren. Ja, für die ist das halt, glaube ich, ganz gut, ne? Dieses Allround-Training. Ja. Das spricht für die Feuerwehr und Polizisten. So, ich stelle euch mal um, ne? Mein Papa war Feuerwehrmann, der hat kein CrossFit gemacht. Danke. Mein Papa war ein starker. So, okay. Habt ihr noch Fragen, ihr Lieben? Warum? Ja, warum? Genau, das wollte ich auch fragen. Warum? Okay, ich mache mal die Uhr schon mal auf 17 Minuten. Okay, also ich hau schon mal die 2 Minuten drauf, falls wir sie brauchen. 10 Sekunden. Mit den anderen, hier an. Genau, wir fangen bei den Chest-to-Bar an. Cecilia, bei dir alles klar? Ja. Ich habe Angst. Ja. Nicht nur du. Ich bereite mich gerade über einen Tag lang auf vor, ruhig zu bleiben. Okay. Oh, halt, stopp. Ja, ich warte. Oh Gott, was machst du? Da wär fast so eine dicke Hummel durch mein Fenster reingekommen. Ja, die wollte auch mitmachen. Die. Aber Hummeln sind Freunde. Ja, die hat gedacht, ich komme hin, um abzunehmen, sagte die. Ja, ich weiß, Svenja okay. War so fett, die wäre nie wieder alleine hier rausgekommen. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß. Susi steht schon ready, alle ready. Okay, gut, dann. 10 Sekunden. Bringt euch den Gymnastik-Teil schlau ein, ja? Nicht am Anfang zu viel machen. Habt immer noch was im Tank. Und go.
Pretty baby with a high heels on. You give me fever like I've never ever known. You're just a product of loveliness. I like the groove of your walk, you talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you make me feel, you're ready to turn me on. You knock me off of my feet now, baby. My lonely days are gone. The way you make me feel, you really turn me on. You knock me off of my feet now, baby. My lonely days are gone. The way you make me feel. The way you make me feel. Oh nein! Scheiße! Durchatmen, vollkommen okay. 1,30. Oh. Ah. Oh.
Wenn die Dreierrunde um ist, habt ihr die Hälfte schon. Yeah, I can see the future with my eyes closed. Yeah, I know where the nights like tonight go. No, I don't wanna give you feels, no high hopes. But tomorrow you're gonna be in my clothes. Yeah, I can see the future with my eyes closed. Yeah, I know where the nights like tonight go. No, I don't wanna give you feels, no high hopes. Tomorrow you're gonna be in my clothes. Schön zu sehen, ja. Sauber, Susi. Let's go, Sam. We gon' be sound. Yeah, I can see the future with my eyes closed. Yeah, I know where the night's like tonight. No, I don't wanna give you feels, no high hopes. But tomorrow you're gonna be in my clothes. Yeah, I can see the future with my eyes closed. Yeah, I know where the night's like tonight. No, I don't wanna give you feels, no high hopes. But tomorrow you're gonna be in my clothes. Market speed.
I've put my trust in you. Pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. Fünf Minuten. There's only one thing you should know. Wie lange noch? Sekunden noch auf der Uhr. Easy. Stark, Leute. Guckt, hat super gefasst. So. Das freut mich.
Okay, wenn ihr soweit seid, dann einmal die Gewichte und Zeit in den Chat. Ich habe meine Zeit schon vergessen wieder. Hätte mit dem anderen Arm anfangen sollen. Was war denn meine Zeit? Ach, keine Ahnung, ich glaube 13, 25, ich weiß nicht mehr. So, genau, Gewichte in den Chat, Zeit in den Chat. Und danach könnt ihr, wenn ihr wollt, die Kurzhanteln durch eine Langhantel austauschen. Sonst Kurzhanteln bereithalten. Puh, das ist jetzt natürlich, wird jetzt witzig mit der Griffkraft, ey. Die Hummel hat mir meine Luft geklaut. Die Lunge hat dir deine Luft geklaut oder die Hummel? Die Hummel, weil ich musste das Fenster zu machen. Ah. Ja, stimmt, jetzt kannst du wieder aufmachen. So, Sam, für dich würde ich Squat Cleans reinnehmen, ja, mit den Kurzhanteln. Hat für dich dann einen guten Trainingseffekt, also 5 Touch and Go. Und sonst vom Gewicht jetzt her, ihr Lieben, circa 70%. Also sollte schon herausfordernd werden. Einmal aufbauen die nächsten 2-3 Minuten. Power Clean. Ja, genau, Power Clean. Boah, ey, meine Unterarme. Das ist ja schlimm. Ja. Hätte ich nicht gedacht, aber am schlimmsten bei den Hangpower Clean, ne? Oh. Ja. Ich hatte eine Zeit lang Angst, dass ich so ein Meme werde, was von den Chest-to-Bar abfliegt. Kennt ihr die? Ach so, ja, die. Chest-to-Bar machen und dann könnt ihr. Ja, aber gerade auch mit links ein bisschen gestruggelt mit den 15ern. Da wollte die auch kurz wegfliegen. Ja. Aber dann war das genau richtig jetzt vom Trainingseffekt. Eieiei. Sehr, sehr stark. Okay. So. Fangen wir mal auf hier. Mein Mix der Woche hat richtig gute Lieder gerade drin gehabt, oder? Ja, ich weiß aber, welches Lied mir gefehlt hat. Shiva, das ist tatsächlich in meiner Liste, aber ich habe gerade den Mix der Woche angemacht, aber ich mache es gleich gerne an. Yeah. Was ist das? So. Shiva, Shiva. Das Lied? Warte, ich zeige das Lied, was Sam gerne hören möchte. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Du denkst erst so, das ist jetzt so ein spirituelles Lied. Aha. Ja, was? Aber dann geht es richtig ab. Dann geht's ab. Ab geht die Post. Boah. Ja. So ein bisschen Indianer-Gesang. Ja, warte ab, warte ab. Ist ja noch besser. Haben wir Pause zwischen den Sätzen? Ja, wir haben 8 Minuten dafür insgesamt. Du kannst ja also selber einteilen, wie du die Pause nehmen möchtest. Also das ist aber ein sehr langes Intro. Langes Intro, naja. So, Achtung, der Drop. Jetzt Hardstyle. Jetzt vorbei. Jetzt vorbei. Jetzt ist Susi auch zufrieden, hoffe ich. Mit dem Lied. So, ich fange ein bisschen leise. Das ist noch ein bisschen leise, ne? Also, das ist so Jochen-Lautstärke. Ja. So, ich habe jetzt noch einen Aufwärmsatz. Danach habe ich mein Gewicht draufgegeben. Oh. Wir können doch auch von Satz zu Satz steigern, oder? Warte. Nein, da steht 70 AM.
Ich kenne meine AM. Nein, die Galerie darf man schweigen. Das ist das Problem. Dann mach jetzt ein AM. Finde dein AM und dann rechnest du runter. Genau. Ja. Also eigentlich vom Stimulus her ist es so gedacht, dass du ein, wenn du das Gewicht halt weißt, damit halt durchgehend arbeitest, weil das wird in der ersten Runde gut funktionieren, dann in der zweiten wirst du mehr strugglen. Pipapo, also ihr dürft von mir aus gerne die ersten ein, zwei Sätze dafür nutzen, für euch so ein Gewicht zu finden und zu steigern. Und dann versucht mal, das, was euch herausfordert, zu halten. Aber da mache ich noch einen Aufwärmsatz, das habe ich jetzt hier drauf. 35. Wir machen. Ich würde sagen, in einer Minute legen wir los. Ich muss kurz meine Daumen tapen. Also könnt ruhig noch einen Aufwärmsatz machen. 45 gehen. Die Unterarme sind total aufgepumpt. Ja, richtig. Was hast du drauf, du siehst? Jetzt 40. Nee, Quatsch, gar nicht wahr? 45. Ja, gut. Dann bin ich doch mit meinem 45 auch gut dabei. Sind sehr gut, könnt ihr. Sind die 5? Ja, oder? Also, es ist was schon. Was sagst du, Sinn? Es ist schon nicht easy, die jetzt 5 Touch and Go zu machen, oder? Das ist schon. Ja, ja, das ist. Genau, das ist jetzt schon herausfordernd, ja. Ich finde es extrem schwer. Also ich mache das jetzt nicht mal eben so easy peasy hier, Leute. Das wird mich jetzt schon herausfordern und wahrscheinlich werde ich für die letzten zwei Sätze sogar einen Gürtel benutzen, obwohl 60 Kilo jetzt für mich nicht das schwere Power-Clean-Gewicht ist. Das sagst du immer, Valerie. Hm. Aber ich meine es jetzt auch so. So, also ich meine einfach nur, es soll euch herausfordern, ne? So, Kinas, dann? Ja. Machen wir mal die Uhr an. 8 Minuten, wie gesagt, Pause könnt ihr selber wählen. Fünfmal. Fünfmal, genau. Meine Hüfte. Wie gesagt, deine ja, Hüfte? Schön. Meine Hüfte. Furchtbar. Steckst jetzt auch nicht. Was hast denn du drauf, Valerie? 60. Ja. 60, ja. Also immer so 1,30 kann der Satz dauern. Dann würden wir 7,30 insgesamt brauchen. Mit Pause. Genau, mit Pause, ja. Das war gut. Ja, sehr gut. Sam. Immer schön die Squats. Ah, ja, das Gleichgewicht ist ja das Problem, wenn ich umfalle. Alle machen Pause. Mach dir gut. 2,30. Ah.
Ach, bei Süd ist mittlerweile Bongo Bongo. Jawohl, Svenja. Oh nein! Yes. Passiert. Du, das passiert beim Weightlifting. Sehr oft. Wie oft ich mir die Stange schon irgendwo abfallen lassen? Einmal schmerzhaft aufs Schienbein, das war unangenehm. Ja, mein Highlight war ja letzte Woche beim Benchpress fast die 15 ans Gesicht. Ja. Oh, das ist auch schön. Das war richtig knapp. Aha. Aber so eine Langhantel unter das Kinn oder an die Nase? Das ist auch schön. Ja, ja. Unter die Nase, dann so mit hochziehen, ne? Mhm. Mhm. Eben bei den Chest-to-Bar, wie sanft die Nase an der Waage streicht. Wenn du eine Schupfnase möchtest, musst du das nur oft genug machen. Ja. So, Runde 4. Jawohl. So, eine Runde haben wir noch. Letzte Runde. Ist eigentlich, wie gesagt, nochmal ein Max-Out. Also so viele Wiederholungen. Wir gehen. Ich stecke jetzt nochmal 2,5 Kilo drauf. Ja, perfekt. Also macht es euch schwerer oder versucht wenigstens eine Wiederholung noch zu machen. Wenn es nur eine ist. Oh. Nach Montag hatte ich das mit Power Snatches. 10 Wiederholungen. Letzten Satz habe ich aber auch nur 10 geschafft. Danach war Unterarm. Tschüss. Hast du deine Arme abgegeben, ne? Genau, da habe ich die abgegeben, ja. Ich habe die dann gestern in der Sauna wieder abgeholt. Wie so ein Poke-Center, CrossFit-Center. Eine ja, genau. Ableveln, bitte. Einmal Arme tauschen. Genau. Heute mal die starken Arme. Oh, ich hätte gerne auch andere Beine. So, ihr Lieben, ich gehe in den letzten Satz. Ja, ich komme mit. Cecilia, wir warten noch, ne? Warten noch ein bisschen, ja. Ja, ja. Also noch 2 Minuten. Oh Gott. Let's go, Sam. Komm. Ihr wollt, wenn ihr. Schön. Reicht jetzt oder auch? Jawohl, sehr gut, Cecilia, komm. Jawohl, komm. Nutz den schwerelosen Moment. Genau, klasse, gute Ellbogen. Und zack, yes. Zack. Woo. Sehr gut, ihr zwei, Sam, nice. Stark, stark, stark. Hammer. Woop, woop. Bäm, Maschine. Komm, noch einen. Ein noch. Komm, komm, komm. Ein noch. Komm. Yep. Sehr gut. Oh, ey. Nice. Oh, stark. Ja. So. Dann. Kann die Stange ins Rack, sofern ihr eins habt. Oh. Push press, my babe.
Von Cecilia oder wem? Ja. Ah, nice. Okay, so. Sam, bei dir bleiben wir wieder bei 5. Mit beiden 15ern mal versuchen. Ja. Sehr gut. So, bei den Push Presses ist es jetzt eigentlich ein Gewicht, was nicht allzu herausfordernd ist. Also wir haben das jetzt gleich als E-Mom. Jede Minute 2 Wiederholungen. Das hatten wir letzte Woche mit Backsquats, glaube ich. Ja. Sollte etwas sein, was ihr schon gut durchbewegen könnt. Ich habe jetzt bei mir eigentlich 40 Kilo draufstehen, zum Beispiel im Plan. Das ist entspannt. Ich gucke jetzt mal gerade, ob das mit den 45 auch so ist. Also insgesamt 20 Mal. Ja. Was nennst du, Valerie? 45. Das sollte eigentlich klappen. So, okay. Dürfen wir hier steigern? Ja, von mir aus kannst du steigern, ja. Da muss ich mich mal wieder anpassen, ja. Ja, ist das immer, wie sich hier bewegen kann. Ja. Wenn wir jetzt 2 haben, halt mach schon ruhig, ich stell die Uhr ein. Halte ich vielleicht mal länger durch. Ich finde ja, danach kommt noch ein Finisher, ne? Ja, bitte ja, guck mal, warum bin ich denn hier so nass? Alter! Ich schwitze nur an meiner Schulter, nicht in der Brust. Guck mal, was ist das denn? Auch schön. Das. Wie sieht mein Rücken aus? Das ist Flügelchen. Du hast Flügelchen. Du bist ein Schmetterling. Okay. Oder eine Flügel. Hast du so einen breiten Sport-BH? Ja, das könnte, nee, eigentlich so. Das, ja, ah ja, so. Ja, genau so, ja, das habe ich schon mal das vermutet. Ja. Aber genau, ja, das ist es ja. Deswegen schwitzt du nur dran vorbei. Ich auch. Okay, so, seid ihr ready? Müssen wir diese Übung machen. Jawohl, Svenja macht schon kurz einen Tester. So sieht ready aus. Cecilia, willst du das nicht ins Rack heben? Doch, ich musste es nur gerade hier sortieren. Ja. Auf Susi. Susi-Schluck. Ach, auf Susi hast du gesagt. Okay, der Susi-Schluck. Susi hat angestoßen. Okay. Svenja, bist du ready? Ja, ich habe jetzt 30 Kilo drauf. Okay. Juti. So, dann lass die Uhr mal runterlaufen. Lange nicht runter. Also immer zum Piepsen 2 Wiederholungen. Bei dir, Sam, dann 5 bzw. 4-5. Schau mal. Erste Runde easy. erste Wiederholung, erstmal einen schönen Jerk gemacht. Glitcher. Ja, weil wir den eben drin hatten auch. Hm. Ja, ich kann nur sagen. Diese Woche irgendwann schon. Ja, das Umschalten von denen. Es gab auch mal eine Übung. Boah, wie hieß sie denn nochmal? Das war quasi, ich weiß den Namen nicht mehr, aber es war quasi ein Clean, ein Power Clean into Push Press. Also muss es quasi Power Clean and Jerk, kennen wir ja, ne? Ja. Und ja, dann ja, musst du es aber hier Push Press, das war ganz komisch, oh ja, das irgendwie so zu machen. Ja, umzuschalten. So. Was? Minute 2. Yep. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Erzähl mir mehr. Im Moment habe ich hinterlistig, ne? Ich habe jetzt das Gefühl, es ist zu leicht, aber
Raum. Ich hab auch noch mal aufgestockt. Also wie gesagt, ihr dürft gerne mehr drauf machen. Vom Stimulus her ist es eigentlich so, dass ihr euch jetzt nicht komplett verausgaben sollt. Aber macht ruhig so, dass ihr schon was merkt, ne? Ja. 4, 3. Heute ist so Unterarm-Stirn-Nacken-Training. Was ist Unterarm-Stirnband? Stirnnacken. Stirnnacken. Ja. Ah. Boah, ich verstehe Sachen in letzter Zeit. Ich komme gleich wieder nicht ins Badezimmer, weil ich nicht durch die Tür komme. 10 Sekunden noch. Das ist jetzt Runde 4, oder? Ja. Ja. Die 20 Sekunden noch. Genau. So viel Pause. Ja, Mann, ich glaube vorgestern oder sowas, da hätte ich mir mehr Pause gewünscht. Fünf? Was war denn da? Weiß ich nicht mehr, da hatten wir, glaube ich, irgendwie eine Minute oder so. Und da war es irgendwann diese Woche. Hatten wir dann diese Woche? Ich weiß nicht, irgendein eine Minute. Da hatten wir irgendwie nur eine Minute oder sowas Pause und da habe ich gedacht, oh, anderthalb wären jetzt geil gewesen. Oh, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber ich weiß auch nicht, welches. Squat-Lied, glaube ich. Kann sein. Und irgendwann hatten wir mal, glaube ich, 2 Minuten dazwischen Pause, da warst du, ja, was mache ich jetzt? Da hätte so eine Minute locker gereicht. Also wir hatten ja immer dieses M-Rap, 4 Minuten M-Rap mit den Ring-Muscle-Ups bzw. den Devil-Press. Dann hatten wir die Thruster, die 3 schweren. Da hatten wir was, wenn ja, jeder hat ja auch seine Stärken und seine Schwächen. Ne? Vielleicht fandst du die Übung einfach einfach. Keine Ahnung. manchmal habe ich es halt so, dass ich denke, so, oh, jetzt noch eine halbe Minute länger wäre geil. Also wir hatten Clean and Jerk Cycling. Also guck mal, wir hatten Dienstag hatten wir dieses 4 Minuten M-Rap mit den Cleans, den Burpee Shuttle Runs bzw. 200 Meter Laufen und dann M-Rap Devil Press bzw. Ring Muscle Ups. Dann 6 Sätze A, 1:30, 3-6 ja, Clean and Jerk. Das kann es gewesen sein. Vielleicht. Okay. Und dann kam am Mittwoch 1:30 für die Thruster. Oh ja, da hätte ich, glaube ich, eher 2 gebraucht. 2 Minuten für die Thruster? Bei den Thruster. Ja, kann sein, dass ich das... Ja, die waren ja schwer auch. So, neue Minute. Runde 7. Okay, haben wir noch 3, 8, 9 und 10. 13 Runden noch? Noch 3 Runden. Nee, 3 Runden noch. Ah, okay. Nochmal 13, Susi. Susi, ja, wir machen noch 13 Runden. Schöner Finisher. Aha. Hallo.
Das ist deine Kamera ja gut eingestellt. Ja, jetzt wo ich aber nachher hier stehe, ist es ja richtig. Das Schlimme ist, das ist nicht der Finisher. Das stimmt, Susi, gut erkannt. Was hat Susi gesagt? Das ist nicht der Finisher. Ach so, ja, das stimmt. So, Minute läuft. Oh. So, oh ja. Nochmal die Dumbbells. Brauche ich ja gleich nochmal. Ja, genau. Gleich machen wir ein bisschen Tragi. Oh, jetzt werden die Arme aber schon gummig. Hallo. Als wären die gummig? Ja. Die Farmers mit wie viel Gewicht? Schwer, so schwer wie du kannst. Ich nehme jetzt gleich die 22,5 dafür. Es sind ja nicht viele Meter. Achso, dann kann ich ja auch. Nee, da Greta nicht viel. Also die ersten 100 sind am schlimmsten, ja. Aber danach 60, 40, 20, das kriegt man gut hin. Du hast 10 Sekunden, dann geht's in die. Ich muss vorletzte ja Runde. Nee, den habe ich bewusst nicht angesprochen. Aha. Coach-Trick. Ich drück die ganze Zeit schief. Die ersten 100 Meter sind nicht so schlimm, aber die 60 und die 20, die sind okay. 40, ja, habe ich schon weggelassen. War's das, oder? Eine Runde noch. Susi, pack doch mal drauf. Ja, Susi will weg da. So, genau, jetzt habt ihr ja letzte Minute, wenn ihr wollt, macht Gewicht drauf. Komm, Susi, die zwei kleinen Scheiße da, die da liegen, ich sehe die. Ja, doch, ich hab grad schon mal Meter abgestellt, ah. Ja. Komm, die gehen noch drauf, die gehen noch drauf, Susi, die zwei, komm. Machst du, schaffst du. So, Susi. Das waren doch angenehme 10 Minuten. So. Sehr gut, siehste? Waren doch einfach. Die 500 Gramm da, die du drauf gepackt hast. Ja, aber ich muss gestehen mit Gürtel. Und Jochen sagt, dann ist es immer einfacher. Aber ab 50 darf man das. Genau. So, ihr Lieben, dann packt das Seil so aus. Auf Eigengewicht, auf jeden Fall macht es dann Sinn? Alle heute das Seil benutzen, was? Ab Körpergewicht den Gürtel zu nehmen. Oder ab wie viel Kilo man wenn du Lithias und Rücken hast, macht das immer Sinn. Also generell, Gürtel ist halt sinnvoll, wenn du schwer trainierst, den zu benutzen. Du solltest ihn aber halt nicht die ganze Zeit benutzen, weil der entlastet halt, ne? Und dadurch arbeitet halt deine Core-Muskulatur nicht mehr so intensiv, wie sie sollte. Deswegen sagt man eigentlich bis 5 Wiederholungen ohne Gürtel arbeiten. Und dann, was drunter geht, was richtig schwer wird, da kannst du Gürtel anziehen. Aber das sollte halt dann auch so schwer sein, dass du wirklich nur so viele Wiederholungen damit schaffst. Okay. So. Also wir üben auf jeden Fall brav die Double Unders jetzt, ihr Lieben. Dafür ist die Zeit da, ja. Also theoretisch wären es 180, 60, 40, 20. Das ist so ein bisschen Any-Style. Double Unders Sit-Ups sind das eigentlich. Jetzt machen wir das aber mit Pharma-Carry-Metern. Also nutzt die Zeit, um Double Unders zu springen. So für die 100 ungefähr 1 Minute 30. Okay, wenn man die durchspringen kann, braucht man 1 Minute für 100 Double Unders. Passt genau auf die Sekunde. Kann ja keiner. Dann muss ich Socken anziehen für die Dinger. Ich versuche mal Single, Single, Double. Oder am Anfang immer mal 3, 4, 5 Stück zu springen und dann mal 20 Single anders durchzuspringen. Dann mal wieder 3, 4 Stück versuchen, dann wieder ein bisschen durchspringen, sodass ihr 100 für euch schon zählt. Ja, aber immer das hier zwischendrin. Also es geht jetzt nicht darum, dass ihr jetzt hier schnell, schnell, schnell und bam, 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 ja, sondern dass ihr versucht, kontinuierlich einfach jetzt schön für euch zu üben. Darum geht es jetzt. Warum habe ich jetzt was mache ich, wenn ich mein Seil wieder schrotte? Das ist und dann machst du das wieder heim. Was sagst du, Cecilia? Zeit für Training. Genau, jetzt.
Richtig. Genau. Ja, wenn du das Seil schrottest, dann machst du es einfach wieder ganz. Ach ja, okay. Das war jetzt der schlauste Kommentar ever, ne? Ja, das klaut halt so viel Zeit. Naja. Ich brauche immer noch das zum Schraubenschlüssel. Ja, sonst machst du halt High-Taps oder so, ne? Aber es sollte ja schon dazu dienen, dass ihr den Skill übt. Deswegen würde ich sagen, dann nimm eher die Zeit, um es zu reparieren und zieh es jetzt nochmal richtig fest. Ich habe mal so eine generelle Frage. Gut. Wie lang habt ihr euer Seil? Ha? Wie lang habt ihr das Seil? Von der Länge? Ja. Bis zur Brust, wenn du mit so, einem Fuß draufstehst. So, du stellst dich quasi. Na gut, das habe ich auch. Unter Brust, ne? Na gut. So. Genau, ja, bis hier. Ja. Ja, habe ich auch. Gut. Dann habe ich wenigstens das schon mal richtig. Ich habe auch eine kurze Frage. Starten wir zusammen in den Farmers Carry? Ja, von mir aus gerne. Ich sage euch Bescheid, wann ich mit 100 Double Unders fertig bin. Vielleicht hilft euch das, ja? Zu gucken, genau. Wie lange ihr übt. Ja, ja? Sollen wir das so machen? Okay, perfekt. Gut. Ja. Dann gebe ich ein bisschen das Tempo vor und Sam muss so lange die Kurzhanteln festhalten, wie wir unterwegs sind. Mit dem Laufen. Du kannst natürlich auch ein bisschen marschieren durch die... Doch, du darfst, aber du wirst ja jetzt bei dir nicht 100 Meter da vor, zurück, hin, her, sondern du läufst einfach so lange, bis wir wieder da sind. Naja, ich könnte 10 Mal hin und her laufen, das sind dann, glaube ich, 100 Meter. Ja, oder so. Ja gut, dann meldest du dich immer, wenn du wieder zurück bist, dann, ne, auch beim Laufen. Genau, ich melde mich und warte, bis alle Hasen wieder im Stall sind. Okay. Oh, ich habe mich gerade voll ausgepeitscht. So, jetzt mache ich noch mal kurz meinen Mix der Woche an, um zu gucken, was wir hier noch so für Musik drin haben, die wir verwenden können. Oh, Double Unders? Hören wir mal ein bisschen durch. Ja, wir starten mit Double Unders, ihr Lieben. Seid ihr ready? Ja. Susi, bist du da? Ja, ich sehe nur Susis Hand. Okay. So, 10 Sekunden. Zwei, eins und los. Keine Ahnung. Ja, egal, nutzt es einfach nur. Ich brauche kurz 10 Sekunden zum Atmen. Beziehungsweise ihr könnt ruhig schon losgehen, wenn ihr wollt. Ey, da fand ich die Crossover schwieriger. Einfacher als damit anders. So. Ich gehe jetzt los. Morgen. Hälfte. Ich bin wieder da. Oh. Hui. Jawohl. Cecilia ist zurück. Und Susi ist zurück. Okay, gehen wir in die 80er. Oh Mann, das zeigt mich jetzt schon auf hier.
your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, damn it. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, oh, oh. Ja, dann fertig. Ja. So. Spazieren gehen. Abgase war. Oh. Oh, wo oh, meine Schultern. Ah, okay. Ich bin da. Ah, okay. Ja. Ui, 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 ui. Das fühlt mich wie T-Rex. Okay. Susi ist da. Ah. Und Cecilia. Das ist aber so zu leicht, oder? Ja, Cecilia. Cecilia geht noch eine Runde. Okay. 60er Runde. Und go. Oh, mein Teil löst sich auf. Oh, meine Schultern. Muss ja nicht so viele durchspringen, Sophie. So, ich hab 60. So, ich gehe jetzt in die 60 Meter. Ja. Achtung. Und go. With my eyes closed, yeah, I know where the nights like tonight go. No, I don't wanna give you feels no high. Oh, okay, bin da. But tomorrow you're gonna be in my okay. Alter, wie schnell du bist. Ja, ich laufe. Ja. Du denkst dir so, wenn ich schneller fertig bin, ne? Dann genau. Schneller vorbei. Gehe sehr schnell. Wie so ein Pinguin sieht das aus bei mir. Ja, das kann ich nicht machen, da bleibe ich die ganze Zeit an den Türrahmen hängen. Sehr gut, ihr Lieben. Wir haben noch 3 Minuten, noch die 40er und 20er Runde. 40er Runde, los geht's. Okay. Geh wieder spazieren. Und los. Ah.
Okay. So, 20 Wiederholungen, 90 Sekunden. Und los geht's. Habe ich. Bringt in Ruhe zu Ende. Gute Minute noch. Brauchen nicht länger als 30 Sekunden für die 20 Meter. So. Here we go. Hey, pretty baby with a high heels on. You give me fever like I've never ever known. You're just a product of loveliness. I like the groove of your work. Und da. Your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up. Jawohl, Sam hält bis zum bitteren Ende. Just kiss me, baby, and tell me twice. Schön zu sehen, ja. 20 Sekunden noch, Leute, schön. Letzten 3, 2, 1 und vorbei. Haben wir gesehen, ich habe meinen Türrahmen schwarz gemacht. Ich habe zu Hause mal gegen die Tür gegengerannt. Ja, ich habe die extra vor kurzem alle gestrichen. So Streamen hinterlassen, das war auch ganz toll. Ja, ja. So, ich sag schon mal tschüss.